Das ist also der kleine Lord Fauntleroy. Ja? Der Graf wünscht, dass sein Erbe nach England kommt und bei ihm erzogen wird. Es gibt Leute, Madame, von denen man sagt, nichts Menschliches sei ihnen fremd. Vom Grafen von Dorincourt möchte ich beinahe behaupten, alles Menschliche sei ihnen fremd. Also, wie ist der Bengel? Die Mutter interessiert mich nicht, aber wie ist er? Sie werden ihn wahrscheinlich irgendwie anders finden, als englische Kinder im Allgemeinen sind. Aber daran zweifle ich nicht. Geistlich, diese amerikanischen Kinder. Natürlich, so ein hirnloser Kaugummikauer. Ein Fußballspieler. Amerikanisches Blut, macht sich wohl bemerkt. Oh, Verzeihung, sind Sie vielleicht der Graf? Ich bin Ihr Enkel, müssen Sie wissen, den Mr. Havisham mir hierher gebracht hat. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Du freust dich, mich kennenzulernen? Sie tragen Ihre Krone nicht immer. Nein, sie steht mir nicht so besonders gut. Das ist der Torwart. Das hier sind die Mannschaften. Also wenn man erst mal angefangen hat, dann ist es ja so furchtbar schwer. Sie müssen so schießen und versuchen, den Ball so oft wie möglich in mein Tor zu kriegen. Verdammt. Sie nehmen wohl besser die Roten, ja? Aber wie viel Lord Fauntleroy in diesen 2 Monaten hier verändert hat, das ist unglaublich. Ich habe Kinder nie ausstehen können. Meine eigenen noch weniger als die anderen. Aber Sadie. Ja, Sadie habe ich gern. Ja. Ich mag ihn gern und er mag mich gern. Ich wäre unglücklich, wenn. Sehr unglücklich. Ich bin neugierig, wie lange dieses gute Wetter anhält.